Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich bin komplett verwirrt. Ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus, was hier los ist. Dieses Viech da vorne geht mir auch gewaltig auf den Keks. Ich versuche mal, das da drüben zu erreichen. Ohne, dass ich was pulle, aber das haut schon mal nicht hin. Ja, vielleicht geht's jetzt. Brauchst gar nicht glauben. Das Biest ist so gut wie erledigt. Ich lass den das einfach mal machen. Ich hab gar keinen Schimmer mehr. Überhaupt nicht. Die sollen's mal runterschwächen. Und dann vielleicht, wenn ich Glück habe. Sieh an, ein neuer im Tal des Todes. Egal. Das hatten wir doch schon. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Es ist nur ein Rat von einem Freund zu. Du kannst froh sein. An. Ja, ja. Jetzt bin ich gespannt. Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Jetzt bist du dran. Tatsächlich. Die gehen uns voll an. Ich komme da nicht mehr mit. Ich bin total verwirrt, ehrlich. Ich komme da echt nicht mit. Was läuft mit denen falsch? Komme ich echt nicht mit? Da muss ich schauen, dass ich da irgendwie rüberkomme oder so. Vielleicht. So, mal Päuschen. Ich habe keine Ahnung, aber die sind alle rot. Und warum spuckt mich das Viech jetzt wieder an? Hä? Okay, ich stehe hier ja einigermaßen sicher. Wo zum Teufel muss ich denn eigentlich hin? Also hier über die Brücke ist nichts gut. Wir müssen schauen, dass wir hier beim Fluss wäre optimal. Hier so den Fluss entlang laufen einfach und dann kommen wir da hin. Oder ich laufe jetzt selber dorthin. Muss mal husten. Oder ich laufe mir selber dort in die Richtung. Schütteln mal den Kopf ein paar Mal, weil ich echt nicht weiß so recht, was denn da jetzt los ist. Ja, das ist echt ein bisschen komisch. Da oben ist wieder eine Hütte. Vielleicht können wir uns das anschauen. Da ist jemand. Glaube ich, oder? Nein. Da ist niemand. Okay. Die bauen sich auch alles so Hütten. Ne, da kannst du nur verrecken. Die, ich meine, schön ausschauen tun sie schon. Reisetagebuch. Okay. Ich habe jetzt halt diesen Zettel nicht bekommen, ne, mit diesem, was da auf der Brücke war, ne? Weil das überlebe ich ja nicht einmal. Reise. Reisetagebuch. Andere Welt. Ich habe genug davon, irgendwem die Stiefel zu lecken. Dieser ganze Schmuckel ist gefährlich und diese Schlucht jagt mir viel mehr Angst ein, als sie sollte. Ich mache mich vom Acker und werde mal sehen, wie das Land hinter Tavar aussieht. Angeblich ist es sehr fruchtbar und schön. Hab mich immer gefragt, warum die Berserker Technik so hassen. Dieses Land ist so grün. Ich habe noch nie so viel Grün gesehen. Aber die Berserker mit ihren strengen Gesetzen gefallen mir nicht. Ihr Mana aber ist schon mehr als nach meinem Geschmack. Dagegen wirken unsere zusammengeflickten Waffen doch wie Spielzeug. Das verbotene Tal, von dem
hier alle immer reden, lockt mich. Ich muss unbedingt dorthin und die roten Bäume mit eigenen Augen sehen. Ihr Gerede über Spukgeschichten interessiert mich nicht. Ja, okay, rote Bäume. Meinen Sie die hier mit der Herbstfärbung quasi? Nein, ist keine Herbstfärbung. Das ist einfach so eine Sorte. Eine Baumsorte. Mit rotem Laub. Können wir Essen kochen? Ich glaube ja. Zwei Stück. Super. Unbedingt. Da drüben ist eine Anlegestelle. Schaut zumindest danach aus. Ich werde mal speichern. Den achten bitte. Na, roll runter. So. Ja, bitte. Das ist alles ein bisschen doof, echt. Das mit der Brücke da oben. Das war jetzt nicht so super. Oh. Ja, die sind stark. Devisieren bitte und wegfliegen. Ja, flieg weg, du Depp. Lässt sich hier umbringen, ne? Ich wollte doch nur darüber schauen. Weil da schaut ja auch aus, als wenn da jemand wohnen würde, ne? Beziehungsweise mal aufs Dach rauf. Die können auch spucken. Aber sie mögen das Wasser scheinbar nicht. Okay, sie mögen das Wasser doch. Sie können zumindest aus dem Wasser raus. Was mir eigentlich gar nicht gefällt. Heiltrank, Becher. Au! Ja, ja, das habe ich jetzt davon. Ja, ja. Und jetzt verrecke ich halt wieder. Ja, ja. Okay, hierher zu gehen ist nicht so schlau. Boah, die Gegner sind stark. Das ist so gemein. Warum sind die alle so stark? Das ist so fies. Und ich werde mal schlafen gehen, glaube ich. Achso, das ist kein Bett zum Schlafen gehen. Na toll. Tja. Dann müssen wir vorsichtig schauen, wie wir weiterkommen. Da drüben gehe ich jedenfalls nicht so schnell hin, glaube ich. Zumindest nicht den direkten Weg. Ich sollte nicht den direkten Weg gehen. Vielleicht hier drüber. Vielleicht habe ich so Glück. Und ich kann diese Bastardviecher ein bisschen ausweichen. Oh, schaut nicht schlecht aus. Was ist das hier? Ist das eine normale Höhle? Ah nein, das ist gar nichts. Ja. Nee, vielleicht habe ich jetzt Glück. Und ich pull nichts. Schaut gut aus. Gut, dann können wir das hier mitnehmen. Das Zeugs. Das Bett können wir auch benutzen. Das ist sehr gut. So, her mit dem ganzen Schrott. Noch ein Krug. Eine Bank. Aber das Bettchen nehmen wir. Wir sind eh angeschlagen, geschlafen bis zum nächsten Morgen. Du liebe Zeit. Und, ja. Versuchen unser Questziel zu erreichen. Ein Vorhaben, das recht schwierig ist. So. Wir müssen da lang. Schwebe, schwebe, schwebe. Platsch, platsch. Das Wasser ist ganz schön laut, ne? So, die nehmen wir mit. Ich hoffe nur, dass wir nicht über allzu viele gefährliche Gegner stolpern. Aha, da drüben ist irgendjemand. Ich kann schon wieder speichern. Ich glaube, wir werden verrecken. So. Dann schauen wir mal, ob die uns töten werden. Schon aus wie Alps, oder?
Ja. Was seid ihr eigentlich? Alpspeer. Richtig. Richtig. Alpspeer. Super. Okay, also da nicht unbedingt zu der Gruppe hinlaufen, sondern nach Möglichkeit außenrum. Okay. Pschung. Das heißt, ein bisschen mit Abstand. Aber das Schwammerl würde ich gerne mitnehmen. Wieder ein bisschen husten zwischendurch. So. Na, gute Nacht. Alpspeer, wir brauchten sowas. Ups. Ja, das ging sich super aus. So. Jetzt müssten wir diesen Alpspeeren umgangen sein. Ich gehe lieber noch ein Stück. Na, würdest du? Oh mein Gott. Ach Gottchen. Weißt, das ist echt ungut. Überall krebst irgendein Kackviech rum. Ach man, jetzt bleib ich da hängen. So. Boah, diese Klippen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich renne sowieso verkehrt. Warum ist denn der jetzt wieder da drüben? Ah. Oh je. Da speit mich schon was an. Großartig. Oh je, da unten sind auch haufenweise Viecher. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nichts. Ich habe keinen Schimmer, was ich hier mache. Ich glaube, das fällt mir nicht einmal auf. Ist der etwa mitten bei die Alps? Da sind noch mehr Alps, ne? Das ist alles super. Oh, warte mal. Ich glaube, ich bin sogar richtig. Okay. Naja, oder auch nicht. Wo ist er jetzt? Da ist er. Er ist tot. Ja, toll. Okay, das ist eine Quest, die kann ich schon mal vergessen. Die ist für später. Muss man auch wissen. Weil wir müssen nämlich die Gegner da drüben ausknipsen. Und das können wir mit dem Level, den wir jetzt haben, noch nicht. Okay. Das heißt, wenn wir einen Begleiter hätten, würde uns das nichts bringen, weil die einfach zu stark sind. Das heißt, die Quest kann ich schon mal getrost abschminken. Die klappt schon mal nicht. Super. Kann ich da irgendwie markieren für später? Das wäre super. Na super, das war reinste Zeitverschwendung jetzt. Vielleicht können wir das Zahnrad machen. Wo müssen wir dafür hin? Lol. Das Zahnrad können wir machen. Wir müssen halt kleine Brötchen backen. Wir müssen irgendwie da runter. So, mal warten. Dann müssen wir hier. So. Na. Wo kommt jetzt der Beißer her? Oh Mann, ey. Warum ist jetzt da auf einmal ein Viech?
Vor allem kann ich gar nichts machen, fällt mir gerade auf, weil ich habe keine Pfeile mehr. Und ich stecke schon wieder irgendwo fest. Ta. Es ist alles so unlustig. Hä? Viech? Oh. Ja, ja. Das war sehr klar hier. Ich kann nicht einmal einen gescheiten Treffer landen. Und dieses Jetpack ist einfach nur eine Katastrophe. Oh je. Kann ich springen? Okay. Wie so ein Delfin. Komm her, Viech. Ah, wie schnell hier Viecher spawnen. War hier nicht dieser Hornwolf? Au. Ja, ja. Und ausweichen. Ausweichen. Flieg. Ich will nämlich mal was trinken. Beziehungsweise was essen. So, runter damit. Zack. Zack. Und wegfliegen. Ja, das hat ordentlich gekostet. Das hat dem Viech ordentlich Schaden gemacht. Komm her, Viech. Hallo. Zack, zack. Zack! Und wegfliegen. Husch und zack. Wunderbar. Sehr gut. So. Also, das Zahnrad muss hier irgendwo sein. Da unten. Da ist es. Zahnrad. Da-da-da-da. Super. Können wir uns jetzt wegboarden? Ich hoffe. Ja, sehr gut. Perfekt, können wir ihm das Zahnrad geben. Der hat das fix runtergeschmissen. Aber fix. Der fiese Fiesling da. Servus. Da schauen wir, was wir da haben. Da wäre noch etwas. So? Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Bist du sicher? Überleg mal. Wir müssen die Zugänge begrenzen. Wir machen uns angreifbar. Wer weiß, was passieren kann. Das war keine Bitte. Ist ja gut. Entschuldigung. Ich mache mich dann gleich ans Werk. Gib mir eine Minute. So. So, das war's. Jetzt sollte er wieder funktionieren. Aber wenn ich mitkriege, dass jemand Unbefugtes das Teil nutzt, bekommt er die volle Packung ab. Bin ich befugt? Ich speichere mal, um zu schauen, ob ich befugt bin. Ja. So. Ja, gehen tut er schon mal. Das ist ja schon mal was. So, die eine Quest ist somit nicht lösbar noch, weil wir zu schwach sind. Was gäbe es denn noch? Was haben wir da? Das Gesetz der Berserker. Die Bewohner Goliaths sollen dem Gesetz der Berserker folgen. Einige scheinen sich dennoch nicht daran zu halten. Ragnar sagte, dass sobald er in der Nähe ist, jeder gesetzestreu handelt, aber nicht zwingend so denkt. Ich soll mich der Probleme der Bewohner annehmen und dafür sorgen, dass sie wieder im Sinne der Gesetze handeln. Aha,
Gefährten. Zahn um Zahn. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Ich soll Turas dabei helfen, den Mörder zu finden. Ach ja, er erhielt den Auftrag von seinem Warlord Ragnar. Ah ja, eine halbdefekte Blechdose. Eine meiner Kampfdrohnen hat den Absturz offenbar mit einigen Schäden überstanden. Wenn ich ihn reparieren kann, ist er sicher ein vielversprechender Waffengefährte. Ja, der ist woanders hingeflogen. Ja. Da würde ich sagen, Zahn um Zahn, ne? Können wir das noch machen? Aber irgendwie alles andere geht nicht. Also würde ich sagen, gehen wir mal Zahn um Zahn. Wir haben hier eh den Schnellreisepunkt, also wird schon passen, hoffe ich. Du Heilige, wo ist denn das? Ach nee, dürfen wir ihn dann schon besuchen? Geron. Werden wir zuerst Geron aufsuchen, oder? Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Es ist schlimm, ist das, wie die Zeit vergeht. Na gut, ihr Lieben, dann werden wir im nächsten Part diesen Herrn aufsuchen. Aber das eine Viechtor machen wir noch platt. Ich bedanke mich von ganzem Herzen schon mal fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tada! Sachen bekommen. Supi. Also dann. Tschüssi.